Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, Beteiligte über das Netz. Das diesjährige Thema ist Ruhm, und dies ist die dritte Sitzung über den Ruhm. Und mit dem Ruhm ist es eine vertrackte Angelegenheit. Das haben wir schon festgestellt. Wenn man beispielsweise sagen würde, eine Politikerin oder ein Politiker strebe nach Ruhm, dann ist, glaube ich, die erste Reaktion vielfach, na, lieber nicht nach Ruhm streben, sondern seine Arbeit machen. Ich vermute, das würde Angela Merkel sagen. Wer in die Geschichtsbücher will, ist vielleicht keine gute Politikerin. Die Professionalisierung der Politik, könnte man sagen, widerspricht dem Ruhmbedürfnis der Politik. Gleichzeitig, um das mal ein Beispiel der französischen Staatspräsidenten zu sagen, ich glaube, der Ruhmbezugspunkt von jedem französischen Staatspräsidenten nach 1945 ist immer noch Charles de Gaulle. Und Charles de Gaulle war definitiv jemand, der einen Begriff von Ruhm hatte. Zwar nicht nur Ruhm seiner Person, natürlich dem Ruhm der großen Nation. Insofern tun wir uns da vielleicht auch schwerer in der deutschen Politik. Ich glaube übrigens, dass Emmanuel Macron auch eine Idee von Ruhm für sich hat. Oder man sagt, im Theater. Gibt es nicht auch Ruhm im Theater? Nein. Naja, Angela Winkler, die spielt Euro-Trash, läuft gleich nebenan. Manche von Ihnen wissen vielleicht aus dem Roman von Klaus Pohl, dass sie mal Hamlet gespielt hat. Und sie ist, glaube ich, wenn Sie sie sehen würden, Sie spüren, da ist auch die Katharina Blum noch da für manche. Das ist eine Ruhmdimension, die Angela Winkler umweht, jedenfalls für mich. Also mit dem Ruhm ist schwierig, einerseits problematisch als Kategorie, auf der anderen Seite mal ganz allgemein geredet, wollen wir nicht auch ein bisschen Glanz haben alle? Wollen wir nicht ein bisschen vielleicht doch Bedeutung haben, ein Leben von Bedeutung führen, ein bisschen jedenfalls, weil es so endlich ist. Ein bisschen Glanz, ein bisschen Ruhm, warum eigentlich nicht? Oder, der letzte Gedanke, ist letztlich vom Ruhm nur der Begriff der Prominenz übrig geblieben? Ist das das, was wir heute haben? Das Gieren nach Prominenz, für 15 Minuten berühmt zu sein? Ist das, was vom Ruhm übrig, von der Demokratisierung des Ruhms übrig geblieben ist? Das sind Themen, die ich heute mit einer Gesprächspartnerin umkreisen möchte, die für die frühe Neuzeit sprechen kann, darüber sehr viel geforscht hat. Barbara Scholberg-Rillinger hat sehr viel über das Alte Reich veröffentlicht und das unter einer bestimmten Perspektive, nämlich aus der Perspektive von Verfahrensweisen, von feierlichen Akten, von vielleicht Formen der Ruhmzuerkennung, weil ihre Auffassung mit dieser Perspektive ist, dass man ein Staatsgebilde nicht verstehen kann, wenn man auf diese performativen Akte nicht zu sprechen kommt, die aus dem ein Ganzes machen, wenn ich sie richtig verstehe. Das ist ihre Perspektive. Damit ist sie bekannt und auch einem weiteren Publikum bekannt geworden. Ich übergehe jetzt das Wort berühmt. Das geht aber nicht über ihre Arbeiten über das Alte Reich, sondern vor allen Dingen über ihr Buch über Maria Theresia. Dafür ist sie ausgezeichnet worden, beispielsweise mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Sachbuch Essayistik 2017. Und interessant an diesem Buch ist, dass diese Perspektive, die sie einnimmt, ihr auch erlaubt hat, ein bisschen eine Demystifizierung oder Entmystifizierung des Bildes von Maria Theresia
und ihrer Zeit, ihn als Figur ihrer Zeit möglich gemacht hat. Auch möglicherweise war sie gar nicht so rational, wie man immer glaubte, dass sie gewesen ist. Aber natürlich, und das ist auch das Interessante und Geheimnisvolle dieser Figur, sie ist natürlich eine Frau gewesen, sie ist eine älteste Tochter gewesen, wo die Brüder weggestorben sind. Und sie hat sich lange gehalten und sie wurde auch verehrt. Vielleicht, obwohl sie gar nicht so volksnah in Wirklichkeit war, wurde sie vom Volk verehrt. Auch eine berühmte Figur der frühen Neuzeit, die bis heute im kollektiven Gedächtnis eine große Rolle spielt. Das ist ein wichtiges Buch gewesen, auch um die Perspektive von Frau Stolberg-Rellinger deutlich zu machen, die in der allgemeinen Öffentlichkeit, eine große Resonanz gefunden hat. Ich lasse jetzt alle wichtigen Arbeiten akademischer Art im Augenblick auf sich beruhen, obwohl man das auch tun sollte, aber wir versuchen jetzt ein bisschen in das Gespräch hineinzukommen, mit Ihnen vielleicht auch noch ein paar Dinge austauschen zu können. Ja, wie ist es eigentlich mit dem Ruhm? Können denn egalitäre Gesellschaften, müssen die nicht eigentlich auf so eine Kategorie verzichten? Das glaube ich nicht. Man kann da nicht ganz drauf verzichten, denn es gibt offenbar ein großes Bedürfnis, einerseits natürlich nach Anerkennung des Einzelnen, aber auch, also selber anerkannt zu werden, aber auch andere zu bewundern. Also ich glaube, das ist ein starkes Bedürfnis. Das sieht man ja auch politisch gerade wieder, dass da nur leider die falschen Leute für die Bewunderung ausgesucht werden. Aber ich denke, das ist ein ganz allgegenwärtiges Bedürfnis. Trotzdem sind natürlich die sozialen Bedingungen oder die historischen Bedingungen, unter denen dann sowas wie Ruhm als etwas, das ja zugeschrieben wird von der Gesellschaft, diese Bedingungen verändern sich natürlich sehr. Und da sind heute sicher die Bedingungen für sowas wie Ruhm, und man würde das ja heute fast nur noch in Anführungszeichen verwenden, das Wort, vollkommen andere, als sie in der frühen Neuzeit waren oder in der Vormoderne ganz allgemein. Also sowohl in der Antike als auch in der frühen Neuzeit, woher ja der Begriff kommt. Also es gibt ja zwei Worte im Lateinischen dafür, Gloria und Fama. Im Deutschen gibt es nur Ruhm. Da kann man das nicht so differenzieren. Aber ich finde, diese beiden Worte, die es in anderen Sprachen ja so ähnlich auch gibt, machen ganz schön deutlich, dass es eben immer beides ist. Gloria ist sozusagen das, was man ausstrahlt, die Heldentaten, die man vollbringt. Und Fama ist es aber notwendigerweise eben auch, nämlich dass es einem zugeschrieben wird, dass der Ruf dieser Taten von einem Bestand hat. Und auch, ich denke, heute, Sie haben es ja angedeutet, heute ist es natürlich tatsächlich gewissermaßen geschrumpft. Also dieses Zitat, was Sie angeführt haben, dieses berühmte von Andy Warhol mit den 15 Minuten Ruhm, das ist ja schon ganz alt, das Zitat, irgendwie aus den 60er Jahren. Und heute ist es ja tatsächlich wahr geworden in dem Sinne, dass man gewissermaßen, dass die Zeit zusammengeschrumpft ist des Ruhms, was aber eigentlich ein Widerspruch in sich selber ist, weil ja Ruhm eigentlich von dem Begriff her, von der Geschichte des Begriffs her, eben darauf beruht, dass er ewig während ist oder jedenfalls die Lebenszeit des einzelnen Helden gerade ja überschreitet. Und zu sagen, jeder wird später einmal 15 Minuten berühmt sein, ist gewissermaßen ein Widerspruch in sich und ein Paradox. Und das zeigt schon, dass man heute mit dem, was man vielleicht Prominenz nennen könnte oder so, dass man mit Ruhm ein Problem hat, dass man im Grunde das Heroische, was ursprünglich mit Ruhm verbunden ist, nur noch mit einem gewissen ironischen Augenzwinkern überhaupt in den Mund nehmen kann. Und das hängt natürlich vor allem damit zusammen, dass Ruhm ursprünglich aus einer aristokratischen Kriegergesellschaft stammt. Ne? Ruhm erringt man dadurch, dass man möglichst viele Feinde tötet und dabei natürlich riskiert, selber getötet zu werden. Und um das zu kompensieren, braucht man dann wenigstens den ewigen Nachruhm, der sozusagen dieses Risiko des Getötetwerdens kompensiert. Und aus dieser Kultur des Heroischen, des aristokratischen Kriegertums stammt der Ruhmbegriff. Und dass das heute nicht mehr möglich ist, leuchtet ein und liegt auf der Hand. Und ich glaube, darüber
muss man nicht sprechen über die Gründe. Aber trotzdem denke ich, wie gesagt, das Bedürfnis nach Bewunderung und nach bewundert werden ist natürlich ungebrochen. Nur die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich so geändert, dass man das nicht mehr ohne Selbstironie überhaupt thematisieren kann. Na, aber wenn man zum Beispiel, es ist doch eine beliebte Formel von heute, über die Helden des Alltags zu sprechen. Mhm. Und das wird nicht ironisch gemeint, diese Formel. Man sagt, nein, wir müssen eigentlich mit einer Währung arbeiten, mhm. um gesellschaftliche Teilhabeleistungen zu mhm. honorieren, die über das Geld hinausgehen. Und ist nicht da der Ruhm eigentlich etwas, wo man sagt, ja, du hast etwas getan, du hast ja. dich eingesetzt, bist selbstlos ja. gewesen, du hast eine gewisse Ruhmberechtigung dadurch? Ja, das finde ich auch, nur Helden des Alltags kennzeichnet es ja gerade, dass sie eben überhaupt nicht berühmt werden, ja, und dass sie auch nicht berühmt werden wollen und dass das eben mit einer gewissen demütigen Haltung verbunden ist. Und genau das kennzeichnet natürlich den klassischen Helden nicht, ja, das ist nicht mit Demut verbunden, sondern der klassische aristokratische Held kalkuliert natürlich, dass ihm Ruhm zuteil werden wird für seine Taten. Und insofern ist Helden des Alltags, es ist schon, oder ich denke, die Formulierung hat schon eine gewisse Spannung in sich, ne, um klarzumachen, es sind eben Helden, die selber keine sein wollen. Und es ist eine Art sozusagen ein Heldentum der Demut, das eben mit dem klassischen Heldentum gerade nicht zu verwechseln ist. Wobei eben dann, es gibt ja diese Formulierung, das ist ein Mensch, der sich klein machen kann, das hat schon wieder Größe. Ja, ja, genau, genau, genau. Es gibt aber andererseits natürlich auch immer den Verdacht, dass man mit sozusagen falscher Bescheidenheit operiert. Es gibt von Nietzsche einen schönen Satz, da hat er gesagt, wer sich erniedrigt, will erhöht werden. Ja. Nicht wird, sondern will. Ja. Ja, da ist natürlich auch was dran. Ne? Also dieses Kalkül durch umgekehrtes Heldentum oder durch forcierte Bescheidenheit, gerade das Gegenteil zu bewirken. Moschele, Moschele, mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Genau, genau. Genau. Ich wollte eigentlich noch auf diese Frage der Währung, wenn ich noch mal einen Augenblick dabei bleibe. Trifft der Begriff der Anerkennung als Alternativbegriff das Problem? Also dass wir vermehrt doch, gerade wenn wir, heute redet man sehr viel über sozialen Zusammenhalt oder über soziale Teilhabe und will soziale Teilhabe wecken. Und es wird manchmal auch das Ehrenamt, Ehrenamt hast du es auch, herausgeholt. Und man weiß doch, man kann den Leuten das nicht mit Geld honorieren, sondern man muss irgendeinen anderen Weg haben. Also die Orden stehen uns nicht mehr so zu Gebote. Allerdings interessant ist, wenn man dann doch ein Bundesverdienstkreuz kriegt, ist es da doch eine Art von Erhebung? Ja, aber es ist Bundesverdienstkreuz, würde doch keiner mehr tragen. Also ich meine, das ist wird vielleicht erwartet von demjenigen, der es verleiht, aber man trägt es nicht, weil es einem irgendwie unangenehm wäre. Ich würde auch sagen, Anerkennung natürlich ganz, ganz wichtig. Das, denke ich, der zentrale Wert in jeder Gesellschaft. Ja? Und Anerkennung oder Mangel an Anerkennung ist meines Erachtens der Hauptgrund für ganz, ganz viele Unglücke und ganz, ganz viel Elend auf der Welt. Ja? Mangelnde Anerkennung, Kränkung und so weiter. Insofern, ganz zentrales soziales Movens. Aber ich würde sagen, von Ruhm und dem Heroischen unterscheidet sich Anerkennung doch ganz wesentlich, indem nämlich Ruhm und Heldentum eben absolut außeralltäglich ist. Und Anerkennung ist tatsächlich etwas Alltägliches oder sollte etwas Alltägliches sein oder widerfährt, sollte jedem widerfahren und nicht an Außeralltäglichkeit gebunden sein, zu sein. Das Außeralltägliche des Ruhms und des Helden, denke ich, ist deswegen so wichtig, was man auch an, nicht nur Helden, auch an Heiligen etwa im Christentum sehen kann, weil, denke ich, jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft etwas braucht, Figuren, ob die reale historische Figuren sind oder mythische Figuren, die sozusagen die Werte der Gemeinschaft verkörpern. Mhm. Und das braucht man umso mehr,
je weniger die Mitglieder dieser Gemeinschaft selber diese Werte wirklich leben können. Also wenn Sie an so jemanden denken wie Mutter Teresa, dann ist Mutter Teresa, da würde man nicht sagen, die ist berühmt, aber man würde sagen, sie ist eine Heldin, ja, sie ist eine Heilige, sie ist eine christliche Heldin in den Augen vieler. Gerade deshalb, weil man selber diese Entsagung und diese Nächstenliebe und diese aufopfernde Fürsorge nicht aufbringen würde. Und gerade deshalb braucht man als Gesellschaft Personen, Figuren, die das tatsächlich tun und die das verkörpern, um sozusagen diese Werte an diese Figuren auslagern zu können. Und dann selber in gewisser Weise davon entlastet zu sein, sich auch so zu verhalten. Aber daraus würde doch folgen, dass gerade in Zeiten, sagen wir mal, konfligierender Werte, dann die Frage der Wertprägnanz umso wichtiger wird und dann umso mehr Gesellschaften auf Personifikationen angewiesen sind, die zumindest sagen, dass man die in der Wertkonkurrenz quasi doch noch etwas hinbekommen kann, was ruhmenswert ist. Ja, ich denke auch, es gibt ein ganz großes Bedürfnis nach Figuren, die tatsächlich, auf die man sich einigen kann als Helden. Ja. Aber ich fürchte, jedenfalls wenn man heutzutage so die Zeitung liest oder die Medien wahrnimmt, dass es kaum noch Figuren gibt, die tatsächlich konsensfähige Helden sind. Also wenn man sich ansieht, wer heutzutage als charismatisch wahrgenommen wird und verehrt wird, dann wird ja gerade daran, das ist ja viel davon die Rede, es ist ein ausgeleiteter Begriff, aber doch die gespaltene Gesellschaft deutlich. Ne? Dass eben, also es ist nicht vorstellbar, dass dieselben Menschen Donald Trump bewundern und Mutter Teresa. Das halte ich jedenfalls für ziemlich unwahrscheinlich. Bei Evangelikalen weiß man es nicht. Aber, aber also ich finde es schon sehr, sehr schwierig. Und es ist, denke ich, ich beobachte es an mir selbst und an vielen anderen Leuten, die mir nahestehen, dass man wirklich ein Bedürfnis hat, sich auf Figuren zu einigen, die Werte verkörpern, die eben dann doch noch einen minimalen Wertekonsens repräsentieren. Aber ich sehe es im Moment nicht. Also das kann man ja das Publikum fragen, ob es Figuren gibt, wo sie überzeugt sind, dass sie tatsächlich über die Lager hinweg konsensfähige Heldenfiguren sind, denen man den Ruhm wirklich gönnt. Also bei den amerikanischen Präsidenten finde ich es interessant, das habe ich kürzlich mal herausgefunden, sowohl bei Demokraten als auch bei Republikanern, die eingefleischt sind, gibt es einen, auf den sie sich einigen können, das ist Roosevelt. Roosevelt. Das sozusagen, das ist jemand, der hat die amerikanische Gesellschaft aus einer ganz tiefen Krise geführt. Franklin Roosevelt. Ja. Also die Depression, der Weg aus der Depression, die einfachen Leute zu preisen, ein berühmtes Buch aus der amerikanischen Depression. Und da ist interessanterweise sagen, ja, das ist ein großer Mann. Und dann hatte er ja auch diese Kinderlähmung, der konnte ja gar nicht richtig gehen. Und da sagt man, das ist jemand, an dem wir uns auch als Republikaner aufrichten können, obwohl er Demokrat war. Aber diese Politik, die der gemacht hat, würde ja heute von den Republikanern absolut nicht mehr toleriert werden. Das ist schon, deshalb meine ich, aber er ist trotzdem noch ein Garant des amerikanischen nicht Traums in dem Fall, sondern der amerikanischen Fähigkeit, sich wieder aufzurichten. Das, glaube ich, hängt mit Roosevelt zusammen. Ja. Es ist nicht so das Traumhafte, sondern die Fähigkeit, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und auch das Volk zusammen, we the people, zusammenzubringen und zu sagen, das schaffen wir gemeinsam. Ja, aber sicher, also das denke ich auch, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, auch heute noch, ob man das jetzt Ruhm nennt oder Heldentum oder so, und darauf kann man auch ganz schwer verzichten, zu keiner Zeit, würde ich sagen. Ja. Und dann gibt es noch eine Geschichte im Ruhm, dass der auch ein Begriff, der sich einschleicht, dieses Fortuna, also das Glück, man muss ein Glück haben, ein Ruhm, eine Ruhmeschance zu haben. Und das, wenn man es mal an den Bundeskanzlern macht, ich glaube, dass in Ruhmkategorien Helmut Kohl, Helmut Schmidt in den Schatten stellen wird auf die Dauer. Es mag manchen Leuten nicht so angenehm sein, aber es ist, glaube ich, so, weil Kohl eine Gelegenheit hatte, die Gelegenheit, alle Gelegenheiten von Schmidt in den Schatten stellt.
nämlich die deutsche Einheit, ja, an zu einem richtigen Moment, berühmte Zehn-Punkte-Erklärung, zuzugreifen, ja, und zu sagen. Dabei bleibt Schmidt irgendwie der Crisis-Manager. Ja. Also sagen wir mal so, ich würde... Wir haben schon kurz vorher darüber gesprochen. Ich würde dann auch eher bei Willy Brandt bleiben. Das ist sowieso ein Heiliger. Das ja, ein Heiliger. Aber ich meine, bei Kohl, denke ich, der ist auf jeden Fall einer, der selber sich das Ruhmetikett auch sicher gerne angeheftet hat. Mantel der Geschichte war... Was eigentlich mit Ruhm, wie gesagt, streng genommen oder jedenfalls mit Heldentum eigentlich nicht vereinbar ist, denn die Pharma müssen ja andere singen. Und nicht der Held selber. Ja, ne? Ja. Wer sich selber zum Helden erklärt, ist eigentlich keiner. Also es, ne? Aber bei Brandt, ich weiß es nicht, vielleicht ist es da auch so, aber bei Kohl, dem würde man es eher zutrauen, dass er tatsächlich seinen eigenen Ruhm... Ich mag ihn überhaupt nicht und vor allem sein Ende ganz ekelhaft, aber ich muss gestehen, das mit der deutschen Einheit hat er schon ganz gut gemacht. Also ich bin da ein bisschen großherzig und würde sagen, ach ja, doch, soll ein bisschen Ruhm kriegen. Also, und da sind wir bei einem Punkt, der vielleicht nochmal über den Spender von Ruhm, also um die Rühmende, über die rühmenden Personen. Ich mache es mal an einem Beispiel, kennen Sie alle, Marcel Reicher-Nitzky. Hm. Der konnte rühmen, der konnte auch zerreißen. Aber Sie finden heute keinen Literaturkritiker mehr, der so wunderbar rühmen kann wie Marcel Reicher-Nitzky. Was ist das? Warum gibt es nicht mehr? Ich meine, die Literaturkritik ist doch ein Weg zu rühmen, zu preisen und zu verdammen und zu sagen, was für ein Scheiß, wie konnte Günter Grass so ein Buch schreiben, es muss zerrissen werden. Aber hat natürlich großartig andere Bücher geschrieben. Warum kann das keiner mehr? Oder will das keiner mehr? Ich weiß nicht, also es ist natürlich, Marcel Reicher-Nitzky ist insofern ein gutes Beispiel, als der natürlich zeigt, wie man, indem man den Ruhm anderer verkündet, sich in allererster Linie selber berühmt und sich ja über diese Gerühmten noch erhebt, weil man ja sozusagen derjenige ist, der überhaupt ihren Ruhm erkennt und beurteilen kann und von daher eigentlich gewissermaßen noch größeren Ruhm verdient. Und dieses Wechselverhältnis ist bei Ruhm natürlich immer im Spiel. Und ich denke, dass heutige Rezensenten, Literaturkritiker einfach oder die meisten jedenfalls nicht wagen, sich das anzumaßen, sondern immer ihre eigene Fehlbarkeit mitreflektieren und von daher einfach eine gewisse, zumindest in ihren Äußerungen, Fehlbarkeit und mögliche eigene Kritikanfälligkeit und so weiter immer mitreflektieren. Also ich würde mal sagen, Narzissmus, den Reicher-Nitzky ausgestrahlt hat, indem er andere rühmte, ich glaube, das vermeiden andere einfach, weil es natürlich auch nicht wirklich seriös ist, weil sich Literaturkritiker untereinander nicht einig sind und so weiter und das, wenn sie seriös sind, das auch zugeben und über die Maßstäbe kann man sich streiten und so weiter. Also diese Art von Anmaßung, würde ich sagen, ist eben aus der Mode gekommen, Gott sei Dank, finde ich. Muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen, also auch, wir müssen uns ja auch nicht immer einig sein, weil ich glaube, weil Reicher-Nitzky das Publikum, wie soll ich sagen, instinktiv gespürt hat, war, dass Literatur für ihn eine existenzielle Bedeutung hatte. Ja. Und wenn man so das ausstrahlen kann, dass man die existenzielle Bedeutung von Literatur, das hängt mit seiner Geschichte zusammen, dass man dann auch preisen kann und verdammen kann, weil man weiß, es ist etwas wert, was zum Leben gehört und nicht nur eine Frage, ob ich in meiner Professionalität mich vielleicht, und das ist vielleicht ist das einer der Punkte, warum die Leute so rühmensunfähig geworden sind in der Literaturkritik, weil man sich irgendwie keine Blöße geben will. Man könnte fast sagen, das sind alles so Lu-Männer, die immer alles nur keine Blöße sich geben, ne? nur nicht irgendwie daneben zu hauen. Natürlich ist es viel leichter zu kritisieren. Also wenn man was kritisiert, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Ne? Das ist richtig. Aber also Sie meinen, dass es sozusagen diese Leidenschaft nicht mehr ausgestrahlt wird für die Literatur. Ich weiß es nicht. Also
Sie haben sicher recht, dass man, wie gesagt, sich vielleicht auch nicht traut, einfach zu loben und sich damit sehr weit aus dem Fenster zu hängen und von anderen vielleicht dann auch belächelt zu werden, weil man etwas für gut hält, was offensichtlich vielleicht nicht ist. Aber in dem Phänomen Reich-Ranicki kommt natürlich auch zum Ausdruck, dass eben das Publikum ein ganz, ganz großes Bedürfnis danach hat oder viele Menschen ein großes Bedürfnis danach haben, eine Autorität anzuerkennen und gesagt zu bekommen, das ist gut und das ist schlecht. Ja? Und sich eben nach Autorität sehen. Das ist verwandt mit dem, worüber wir eben gesprochen haben, dass man eben eine Figur haben möchte, die eindeutige Werte verkörpert und die diese im Alltag ja immer wieder überall einem begegnende Ambivalenz und ist diffuse und vage und könnte gut sein, könnte schlecht sein, ist so halb und so weiter. Das möchte man nicht haben. Man möchte klare Werturteile selber fällen können und man möchte sie auch gefällt sehen. Das kann ich schon verstehen. Ja. Ja, und vielleicht auch ermuntert werden in der Fähigkeit zu urteilen. Ja. Also Hegel meinte, im Urteil fühlt man sich am besten, ja. Ne? Wenn man sagt, bitteschön, jetzt hier, das ist aber jetzt schlecht hier. Ja. Und ich mache es vielleicht noch, um noch mal an dem Punkt zu bleiben, bei einer anderen Figur. Ich habe, die vielleicht manche von Ihnen noch kennen, obwohl das für manche ist er, glaube ich, schon vergessen, ist Frank Schirmacher. Mhm. Frank Schirmacher war auch jemand, der solche Artikel schreiben konnte. Wir protestieren gegen den Tod eines bestimmten Lyrikers. Ja. Also in einem wahnsinnigen Pathos schreiben konnte, aber auch gleichzeitig völlig daneben sein. Und ich habe das immer total gerne gelesen und bedauere es ein bisschen, dass es diese Bereitschaft, sich auch zu exponieren, also immer... Also ich könnte jetzt etwas böse sagen, eine Gesellschaft, wo alle immer nicht peinlich wirken können, die können auch nicht ruhmfähig sein. Ja. Also immer dieser Peinlichkeitsfurcht kann einem doch auf den Wecker gehen. Alle wollen nicht peinlich erscheinen. Sollen doch sich mal trauen, zu preisen und zu loben. Ist das nicht was Befreiendes? Ja, nee, das stimmt. So gesehen haben Sie recht. Ich persönlich kann es, also als Zuschauer, als Publikum kann ich es nachvollziehen, was Sie sagen, aber wenn ich selber in der Situation des Lobenden und Preisenden wäre, würde ich immer sagen, meine Angst vor Peinlichkeit ist eindeutig zu groß dafür. Oder nein, aber auch meine Angst vor Anmaßung. Ich finde, da selber eine gewisse Bescheidenheit an den Tag zu legen im eigenen Urteil, ist auch nachvollziehbar. Ja. Aber ich verstehe auch, dass man es als Publikum gerne hätte. Ja. Jetzt haben wir zwei Bereiche im Grunde behandelt. Der eine war der Bereich der Politik und sagte, naja, die Leute, die da auf Ruhm aus sind, sind vielleicht auch ein Problem. Und wir haben ein bisschen den Bereich gestreift, jedenfalls des Krieges, des Militärs. Also wir werden nicht mehr so ohne weiteres, wer weiß schon von Ihnen, wie der Generalsekretär, der Generalinspekteur der Bundeswehr heißt. Wissen Sie wahrscheinlich nicht. Herr Zorn, weiß kein Mensch. Graf Baudissin kannte man immer. Nee, der war auch, glaube ich, nie Generalinspekteur. Jedenfalls, es war ein Militär, den man kannte. Ja. Und heute kennt man die gar nicht mehr. Und wenn man welche kennt, sind es Kriegsverbrecher, ne? die auch wieder so ruhmmäßig unter. Also mit dem Militär ist schwierig, oder? Ja, natürlich. Ich meine, wie gesagt, ich meine, Orden wurden verliehen für eine möglichst große Zahl getöteter Feinde, natürlich auch für die Rettung von Kameraden, klar, auch das, aber eben in erster Linie für die erzielten Abschüsse. Und das möchte man heute vielleicht nicht mehr so gerne als ruhmwürdig betrachten. Ich habe übrigens, weil Sie sagen, man kennt die Leute nicht, zufällig habe ich neulich vor ein paar Tagen miterlebt, die Verleihung des Henry Kissinger Preises an James Mattis, den ehemaligen Verteidigungsminister von Donald Trump.
Und der bekam den hier. Den schönen Haarschnitt, hier. Der, ne? Nee, der hatte so einen Bürstenhaarschnitt. Ja, aber ich meine, ich fand den ganz gut, den Haarschnitt. Ja, jedenfalls sehr militärisch im äußeren Erscheinungsbild schon. Und der bekam den hier von der American Academy in Berlin, im Schlüterhof, im Deutschen Historischen Museum. Und der bekam ihn offensichtlich für seine Zivilcourage. Ach, und nicht wie nicht für irgendwelche militärischen Leistungen, die er sicher auch, der war natürlich in Kriegseinsätzen und so weiter, in Afghanistan oder wo auch immer, im Irak. Aber er bekam offensichtlich diese Auszeichnung für seine Zivilcourage gegenüber Trump. Ja, das ist interessant. Denn man weiß gar nicht so genau, was da alles hinter den Kulissen gelaufen ist, aber man hat ihm jedenfalls zugeschrieben, dass er zum einen der Einzige war, der die NATO gegenüber Trump noch irgendwie hochgehalten hat und zum anderen, dass er eben versucht hat, Trump im Sinne dieser NATO-freundlichen Haltung zu beeinflussen und sich damit unbeliebt gemacht hat bei Trump. Das heißt also, es ist ja bemerkenswert, dass ein hochdekorierter Militär jetzt gepriesen wird und gerühmt für seine Zivilcourage. Ja, Sie haben recht. Also ich glaube, der letzte amerikanische Militär, der ich nur beim Namen kenne, wo viel Diskussion war, Schwarzkopf. Der hat so bestimmte Arten von Überlegungen, wann Einsätze gerechtfertigt sind, nicht gerechtfertigt und ziemlich intellektuell eigentlich für einen. Gibt es ja immer die intellektuellen Generäle, darf man ja nicht vergessen. Aber in der Tat, ich wollte nur sagen, also mit Militär kommen wir nicht irgendwie so weiter und mit der Politik auch nicht. Aber was ist mit der Wissenschaft? Ja. Was, ist das jetzt eine Ruhmquelle? Eigentlich ja doch. Einstein doch berühmt, natürlich. Oder? Ja, und wer würde alle sagen, er ist wirklich mit Recht berühmt. Ja. Obwohl ich sehr sicher bin, dass wir alle, die wir das sagen, das nicht wirklich beurteilen und erklären könnten, wenn wir gefragt würden, was das eigentlich ist. Mit dem Zug abfährt. Ja, so ungefähr. Denkt, oder so. Irgendwie. Jedes Mal denke ich an Einstein. Ja. Wenn einer daneben denkt, fahr ich jetzt los oder fährt der los? Und so denkt, Einstein. Denke ich dann immer. Genau, ja, so ungefähr. Ja, klar, natürlich. Einstein ist gewissermaßen ja der Inbegriff. Das ist ja auch eine Figur. Das ist halt eigentlich gar keine historische Person mehr, sondern es ist gewissermaßen der Inbegriff von Wissenschaft, moderner Wissenschaft schlechthin. So ein bisschen verrückt und man versteht es nicht so richtig, aber großartig. Ja. Ne? Insofern, klar, gibt es Wissenschaftler, die moderne Helden sind. Und es gibt einen schönen Aufsatz kürzlich in der Zeitschrift für Ideengeschichte von Julika Griem über die Heroisierungstendenzen in der modernen Wissenschaft. Heute gerade. Also sie denkt zum Beispiel an Christian Drosten, der vielleicht nicht Ruhm, aber doch sehr, sehr große Popularität erfährt, ne, und wirklich eine prominente Figur geworden ist. Aber auch allgemein die Tendenz, dazu verschiedene Symptome aufgezählt, dass man einzelne Gelehrte, sagen wir mal, vielleicht nicht Wissenschaftler, aber Gelehrte, Philosophen und so weiter, als einsame Genies wieder heroisiert. Also Wittgenstein oder so. Ja. Aber das war, glaube ich, ne? Der war doch ziemlich einsam, Wittgenstein, oder? Ja, klar. Ja. Gar nicht im Wissenschaftsbetrieb, ne? Sondern vollkommen deswegen natürlich auch für die Heroisierung viel besser geeignet. Ne? Einsame Genies, verkannte Genies jenseits des Betriebs und so. Aber dass solche Personen dann gewürdigt werden, zum Beispiel in den Büchern von Wolfgang Eilenberger, auch die Frauen, Hannah Arendt und so weiter, aber eben auch Wittgenstein und andere, aber die dann eben auffälligerweise immer doch weit jenseits des ganz normalen Universitätsbetriebs angesiedelt ist. Aber es gibt doch in der Wissenschaft, also ich sage es jetzt mal unter uns, es gibt doch die Wissenschaftsmanager, da sagt man, ja, die sind wichtig, und dann gibt es die Leute, die einen Ruf haben. Was ist denn das mit dem Ruf? Also ich will darauf hinaus, will man nicht in die, ich meine, um Himmels Willen, man weiht sein Leben der Wissenschaft, oder nicht? Oder sagt man, nö, ich hätte auch Anwalt werden können oder so.
Weil ich würde sagen, wenn ich Anwalt hätte, würde ich mehr verdienen und so, wäre ja, auch vielleicht stimmt. ganz schön und so weiter. Also Notar würden wir beide, ich glaube, wir beide verdienen nicht so viel wie irgendein Notar in Berlin, der Immobiliengeschäft ist. Oder? Also je nachdem, um welches Fach es sich handelt, muss man sagen, wenn man sich für die Wissenschaft entscheidet, entscheidet man sich für ein Leben in Armut. Genau. Also jedenfalls Sinologie zum Beispiel, genau. Bei den Geisteswissenschaften ist es natürlich nicht so, aber wenn man die Wahl hat, eben zum Beispiel in der Jurisprudenz, gibt es natürlich andere Möglichkeiten und dann an der Universität bleibt, dann ist das vergleichsweise ein Leben in Armut. Ja, das stimmt. Also ich denke auch, dass im Wissenschaftsbetrieb eine intrinsische Motivation für das, was man tut, vielleicht doch weiter verbreitet ist als in manchen anderen Berufen. Das denke ich schon. Zumal, also ich kann jetzt nur für die Geisteswissenschaften sprechen, aber da hat man bekanntlich so lange einen so prekären Status und so unsichere Erfolgsaussichten, dass man schon ziemlich überzeugt von der Sache sein muss, um das zu machen. Und auch, wie gesagt, wenig wirklich materielle Anreize. Aber man hat den Anreiz der Freiheit, wenn man es dann geschafft hat. Und man hat den Anreiz, wirklich die eigene Neugier befriedigen zu können und einfach wirklich den Dingen nachgehen zu dürfen, die einen wirklich selber interessieren. Also jedenfalls in Deutschland, wo wir Freiheit von Forschung und Lehre haben. Insofern ist eine, denke ich, schon wirklich eine neugiergetriebene oder Neugier eine wichtige Motivation. Was natürlich überhaupt nicht heißen soll, dass nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch für das, was sie tun, Anerkennung wollen. Da sind wir wieder bei der Anerkennung. Und dass es sehr, sehr unklar ist, wie Anerkennung da im Einzelnen zugeteilt wird und wer das Glück hat, Anerkennung zu erfahren und wer das Pech hat, vielleicht ganz genauso gute Sachen gemacht zu haben und geschrieben zu haben und dem diese Anerkennung aber versagt bleibt oder jedenfalls sehr, sehr viel weniger zugeteilt wird. Und das hängt natürlich zusammen mit Aufmerksamkeitsökonomie. Es hängt zusammen damit, dass Quantität sehr oft mit Qualität verwechselt wird, in letzter Zeit immer mehr. Das ist eine ganz fatale Entwicklung, dass eben wissenschaftliche Verdienste quantifiziert werden durch Zitationsindizes und so weiter, obwohl man eigentlich ganz genau weiß, dass man nur einen absolut blühenden Unsinn zu veröffentlichen braucht, weil, um dann ganz oft zitiert zu werden, weil dann alle nämlich immer schreiben müssen, vollkommen abwegig XY. Ja, das heißt, das muss dann immer zitiert werden, man muss es ja immer abwehren. Das heißt, Zitationsindizes sind ein vollkommen schlechter wie soll man sagen, Generator für Anerkennung, aber das funktioniert so. Während Leute, die zum Beispiel sich Mühe geben, Experimente zu reproduzieren, um sie unter Umständen zu falsifizieren, ja, weil in Wissenschaften, in den Naturwissenschaften ja Falsifikation ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und die Leute, die dann diese falsifikatorischen oder Replikationsstudien machen, um unter Umständen eben auch Ergebnisse zu falsifizieren, die ernten natürlich überhaupt keinen Ruhm, weil das interessiert natürlich keinen, wenn das Ergebnis der anderen bestätigt wird durch diese Replikation, dann ist es vollkommen uninteressant und der Name dessen, der sich die Mühe gemacht hat, es nochmal zu replizieren, wird vollkommen vergessen. Also das sind nur ein paar Beispiele dafür, warum die Mechanismen, nach denen Anerkennung im Wissenschaftsbetrieb zugewiesen wird oder nicht, sehr, sehr ungerecht sind. Ja, oder jedenfalls zum Teil auch, ich meine, es ist alles untersucht von den Wissenschaftssoziologen, aber es ist eben trotzdem sehr, sehr schwer, das zu ändern. Frau Thuner, also ich bleib noch mal, will Sie da nicht so schnell rauslassen. Sie sind ja nun Rektorin eines solchen Ruhmesortes. Ja, Ruhmesort ist übertrieben. Ja, aber irgendwie geht es doch da um Ruhm, oder nicht? Also wenn man mal da gewesen ist, sagt man, ja, ich bin da gewesen, kann das in meinem CV hinschreiben und es hat eine gewisse Selektivität, die also nachweisbar ist. Und ist das nicht irgendwie, also manche werden sterben, ich bin nie da gewesen, es ist so schreiendes Unrecht, warum wurde ich eigentlich nie eingeladen? Wahrscheinlich hat die Rektorin was gegen mich, Sie kennen doch wahrscheinlich so Leute. Ne? Ja. Naja, also es ist natürlich klar, alles, was knappes Gut ist, ist begehrt und es sind da eben nur 40 Plätze ungefähr pro Jahr und deswegen können eben immer nur
ganz wenige Leute da tatsächlich hinkommen. Und dann ist es natürlich andererseits so, dass über die Jahre, also ich bin ja noch nicht sehr lange Rektorin da, über die Jahre unter meinen Vorgängern eben wirklich es gelungen ist, sehr, sehr wirklich berühmte Leute dahin zu bekommen. Also Imre Kertész oder György Ligeti oder so, ja, also oder Mario Vargas Llosa oder also richtig Nobelpreisträger, der Inbegriff von Ruhm im wissenschaftlichen und literarischen Feld. Und Ruhm dieser Art ist eben ansteckend, der färbt ab. Also wenn man dann einmal berühmte Menschen an diesem Ort gehabt hat, dann färbt es auf den Ort natürlich ab. Und dann können alle anderen, die da hinkommen, immer sagen, ich war da, wo auch schon Imre Kertész war und seinen Nobelpreis gekriegt hat, als er da war. Also es ist gewissermaßen kontaminiert mit Ruhm. Ja. Und das ist klar, das macht den Ort natürlich dann attraktiv, aber es hat natürlich auch viele andere Gründe, dass es einfach schön ist, da zu sein und nicht nur, weil man sich davon Ruhm verspricht, denn die Rechnung könnte auch nicht aufgehen. Ich will nicht, dass Sie jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, aber tun Sie etwas für diesen Ruhmkontakt mit dem Ort? Also wird da irgendetwas getan von Seiten des Wissenschaftskollegen? Ja, dass man in Kontakt mit diesem Ruhmort. Also mir fiel da was ein, aber ich frage Sie, gibt es da, tun Sie dafür was, dass man sozusagen diesen Kontakt, also dass man sagt, ja okay, ihr seid an einem Ort und ihr sollt auch so ein bisschen Ruhmkontakt kriegen oder so. Oder machen Sie das eher nicht? Naja, wir möchten natürlich schon gerne in jedem Jahrgang irgendwie auch ein paar sehr renommierte Leute haben, natürlich, klar. Und andererseits aber auch zunehmend jüngere Leute einladen, sodass es eben eine gute Mischung ist und dass man natürlich, dass das für diese Jüngeren, die noch keine festen Stellen haben und die noch in ihrer Postdoc-Phase sind und wirklich noch sehr in einer prekären Lebenssituation sind, die aber schon, natürlich, das ist die Voraussetzung, die aber schon wirklich wissenschaftliche Leistungen vorgewiesen haben, dass die dann natürlich schon auch von dem Renommee des Ortes profitieren, so wie Sie gesagt haben, dass sie das dann in ihr Curriculum Vitae schreiben können. Das ist schon klar. Aber andererseits ist es natürlich auch ganz langweilig, wenn man ein Ort hätte, an dem jetzt lauter berühmte Leute wären, die gegenseitig die ganze Zeit in einem Überbietungswettbewerb sind, wer jetzt der Berühmtere ist. Also in dem schönen Buch Perlmanns Schweigen, man dann unter einem wahnsinnigen Druck steht, jetzt auch ständig seine Berühmtheit wieder neu unter Beweis stellen oder die Berechtigtheit der Berühmtheit unter Beweis stellen zu müssen und dann natürlich ein ganz unentspanntes Leben da hat an dem Ort. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Insofern muss es immer eine gute Mischung geben, von, ich will jetzt nicht sagen berühmten, aber doch sehr renommierten Forschern und Schriftstellern und Komponisten und so weiter und solchen, die noch ganz am Anfang sind und die von diesen berühmten Leuten dann auch lernen können und auch sehen, dass das ganz normale Leute sind. Also ich will nur eines sagen, darf ich das sagen, die sind auch zum Teil, also ich glaube, die müssen sogar immer mal miteinander essen, ne? Müssen jeden Tag. Genau. Und ich würde sagen, das ist eine Ruhmkontaktchance, ne? Weil man immer miteinander essen muss. Ne? Also ich glaube, sie tun schon ein bisschen was. Dass sie irgendwie, da sind, also habe ich mit dem sowieso gegessen. Und der hat mir damals gesagt. Und das hat da immer weiter mich beschäftigt. Oder so, ne? Genau, das kann man also sagen. Das ist ja so eine Ruhmgeschichte. Ne? Der hat damals gesagt, irgendwie. Also genau. Albert Hirschman, wenn ich den nicht getroffen hätte, hätte ich nie über die Bedeutung von Enttäuschung in modernen Gesellschaften nachgedacht oder irgendwie sowas. Ne? Ja, klar, natürlich. Aber also es ist tatsächlich so, dass das wie so eine Art, Internat für hochbegabte Wissenschaftler ist. Sie müssen da immer zusammen essen, außer am Wochenende. Und sie müssen da auch residieren, also sie müssen da, sie werden auch untergebracht. Und dadurch sind sie wirklich mehr oder weniger zusammengesperrt. Das war jetzt natürlich während der Pandemie besonders heftig. Da konnten sie aber nicht zusammen essen. Aber sie sind eben wirklich mehr oder weniger unter einem Dach. Und dadurch ist es wirklich auch eine Gemeinschaftsatmosphäre. Meines Erachtens ist es auch so, dass tatsächlich die, also ist meine These, manche Kollegen sind anderer Meinung, aber dass die, sagen wir mal, dass es ein gutes Mittel gegen den Narzissmus ist, weil man feststellt, die sind alle, irgendwie alle kochen da nur mit Wasser, die sind irgendwie alle ganz normal, keiner
keiner bekommt eine Extrawurst gebraten und so weiter. Also das ist ein ganz, glaube ich, ganz gutes Konzept. Die werden ja da alle gleich behandelt, egal wie alt, wie berühmt und so weiter sie sind. Ich wollte noch in einem Punkt noch mal auch in der Wissenschaft auf Pharma zurückkommen, die schwankende Seite, das Gerüchthafte des Ruhms. Also es gibt einen ganz berühmten Soziologen, da würde man wahrscheinlich heute sagen, Max Weber, berühmter Soziologe. Ich glaube, dass der in den 50er Jahren nicht wahnsinnig viel galt. Ja. Da war, hat man gesagt, aber der ist so ein Universal, der hat so alles gemacht und führt das eigentlich zu irgendwas. Ich glaube, Paul Lazarsfeld war wichtiger, der hat die Umfrageforschung, die Meinungsforschung begründet und hat auch eine berühmte Studie über Marienthal gemacht. Ein ziemlich interessanter Typ eigentlich, der Lazarsfeld. Und wenn man mal guckt, der Lazarsfeld war eigentlich ein interessanter Typ. Den hat man, auch den blöden Max Weber. Und dann kommt irgendwann mal in Deutschland wieder so ein Kongress, da ist dann Marcuse und dann wird wieder dieser Weber raus. Und bis heute ist er dann Heroe geblieben. Vielleicht verblasst er jetzt gerade wieder so ein bisschen. Aber gut, muss mal gucken. Ja, weil ihr Historiker... Durch die Bielefelder Schule ist natürlich Max Weber ganz groß rausgekommen. Und ja, aber und das ist ja interessant. Also das ist so eine, sozusagen bei einer Person auch Konjunkturen ihres eigenen Ruhms gibt. Natürlich, ich meine, klar, bei den Wissenschaftlern selbstverständlich. Also sagen wir mal, wenn diese Figuren so wie Albert Einstein, vielleicht auch Max Weber, mittlerweile einen Status erreicht haben, in dem es vollkommen egal ist, was die je geschrieben haben und das auch gar keiner mehr je wissen und lesen muss, sondern einfach der Name für eine ganz bestimmte, ein wissenschaftliches Feld oder ein bestimmtes Paradigma oder so steht, dann ist er sozusagen jenseits von Gut und Böse. Dann hat er den Status eines Heiligen erreicht. Das spiegelt sich dann ja in der Regel darin, dass das keiner mehr liest und dass es wirklich überall immer zitiert wird, aber keiner genau weiß, was in den Büchern steht. Während solange diese Figur noch tatsächlich wirklich einen lebendigen Einfluss auf die Wissenschaften haben und damit eben auch Konjunkturen dann noch unterliegen, ist es natürlich was vollkommen anderes. Also den Status eines Klassikers erreicht zu haben, ist eigentlich nichts Erstrebenswertes für Wissenschaftler, glaube ich. Weil also das ist meistens ein Zeichen dafür, dass sie nicht mehr wirklich gelesen werden. Das wahrscheinlich auch Max Weber, ich muss jungfräulich bleiben, jedenfalls in der Soziologie. In der Wissenschaft würde ich jetzt mal zusammenfassen, ein bisschen Ruhmchance gibt es schon in der Wissenschaft. Ne? Also anders als heute mit Militär und der Politik, aber in der Wissenschaft hat man eine gewisse Ruhmchance. Was ist mit der Kunst? Ist Kunst vielleicht der Ort? Also ich meine, ich beschäftige mich seit einer Zeit sehr mit Gegenwartskunst und es gibt eine Unmenge von Menschen, die Gegenwartskünstler sein wollen. Und man weiß, vielleicht 3% von denen können auch nur eine Erwähnung in irgendeinem, nicht nur, dass sie Geld verdienen, sondern eine Erwähnung in irgendeinem Kompendium über Kunst finden. Warum um Himmels Willen machen die das? Also ich glaube auch, dass da die intrinsische Motivation, genau wie bei Wissenschaftlern, ausgesprochen hoch ist, wahrscheinlich noch wesentlich höher. Ich meine, wenn Sie jetzt über Kompendien und zeitgenössische Künstler sprechen und so weiter, dann gehen Sie immer davon aus, dass es wirklich sich um sozusagen Künstler handelt, die in einem bildungsbürgerlichen Kanon ankommen wollen oder nicht. Aber wenn man mal, wir haben ja eben davon gesprochen, 15 Minuten wird jeder berühmt sein, dann ist das ja mittlerweile tatsächlich der Fall. Und da geht es nicht um Hochkunst und Hochkultur und so weiter, sondern da geht es aber auch um Kunst. Ja? Also geht es um gewissermaßen selbstgemachte Kunst, Kunst und Kunstformen, die eben jetzt im Feuilleton vielleicht nicht vorkommen oder mittlerweile schon auch vorkommen. Also ganz, ganz viele kreative Formen, sich auszudrücken, die wirklich durch den digitalen Wandel es ermöglichen, dass jeder eine Öffentlichkeit erreicht. Und ich finde es übrigens interessant, dass hier sozusagen eine Verbindung besteht, dass einerseits sozusagen in der Zeitdimension der Ruhm zusammenschnucht auf 15 Minuten, was eigentlich, oder 5 Minuten, was eigentlich ein Widerspruch in sich ist, aber
wie gesagt, zusammenschnurrt auf ein TikTok-Format von wenigen Minuten oder Sekunden. Und andererseits dem aber korrespondiert eine globale Entgrenzung. Also in der Raumdimension ist es sozusagen vollkommen entgrenzt. Das heißt, man kann mit diesem kleinen Kunstwerk, was jeder abliefern kann, oder jedes kleine Kunststück, dieses kleine Stück Kreativität, kann man wirklich die ganze Welt potenziell erreichen, also global. Ne? Mhm. Und das finde ich eine interessante Verbindung. Es ist gewissermaßen umgekehrt im Verhältnis zu dem, wie es in der Vormoderne war, wo die lokale Reichweite ganz klein, aber die, der Ruhm ewig, ja, oder jedenfalls über Jahrhunderte fortdauerte, während es jetzt, wie gesagt, zusammengeschnucht auf 5 Minuten, aber dafür global. Ich muss gestehen, ich beneide die bildenden Künstler, die 85 sind und noch jeden Tag ins Studio gehen und in Atelier oder was auch immer sie machen, dann noch irgendwie rumwerkeln und noch irgendwas zustande kriegen. Und dann Leute sagen, ach, das ist jetzt der Richter, kann nicht mehr malen, aber kann noch ganz schön zeichnen. Ich weiß, ob das alles so viel wert ist, aber ich finde es irgendwie toll, dass, dann zeichnet der und das interessiert Leute. Ja, aber das ist ja bei den Wissenschaftlern genauso. Also bei den Geisteswissenschaftlern, bei den Naturwissenschaftlern ist es natürlich schwieriger, weil die ihr Labor dann nicht mehr haben. Mhm. Aber die Geisteswissenschaftler können doch auch immer noch so ein bisschen vor sich hin primeln und doch wenn sie lange schon pensioniert sind. Ach so. Mhm. Ach, das meinen Sie, ich könnte doch ein bisschen gegen meine Endlichkeit noch anarbeiten und, so. Und vielleicht mal so ein bisschen rumfummeln. Ja, ja. Verstehe. Ich bin auch gerade pensioniert worden, nicht als Rektorin des Wissenschaftskollegs, aber als Hochschullehrerin. Und insofern hoffe ich auch, das noch lange machen zu können. Und haben wir damit nicht vielleicht wirklich das Problem, jedenfalls eine moderne Konzeption des Ruhms, was sich um die Frage der Endlichkeit dreht? Also die Frage, also irgendwie, also Gottfried Benn oder so jemand würde sagen, ach was, es geht nicht um Ruhm, es geht ums Überstehen. Ne? Mhm. Und das ist aber auch wieder ein Satz, der voller Ruhmbedarf ist, weil er nämlich sagt, wir können über den Ruhm eigentlich nur noch in der Form des Abschieds denken. Ja. Ja. Abschied vom Ruhm. Und wer am besten sich vom Ruhm verabschiedet, der ist, würde wahrscheinlich so jemand wie Gottfried Benn sagen, der ist wirklich des Ruhmes fähig, weil er sich so wunderbar vom Ruhm verabschieden kann, weil er sozusagen die Hinfälligkeit ernst nimmt und daraus, das ist vielleicht ein ganz wesentliches Thema der modernen Kunst, Ruhm durch Nicht-Ruhm zu gewinnen. Ja, 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 aber wie gesagt, diese Dialektik oder dieses Paradoxon ist ja immer in dem Ruhmbegriff schon angelegt oder in der Vorstellung von Ruhm, dass man es eben nicht erstreben darf, sondern es sozusagen einem geschehen muss. Ne? Das wäre doch dann die Konsequenz, dass es vielleicht doch nicht so viel Anerkennungschancen gibt in der Gesellschaft und deshalb alle buhlen um Anerkennung und wollen auch noch was davon abhaben, dass wir da irgendwie ein Problem haben. Ja, das ist ein das Ruhm Gut. muss extrem quasi reduziert werden von seinen, also muss man knapp machen, künstlich knapp machen, damit es noch Ruhm ist. Aber wir wollen ja alle Ruhm oder jedenfalls für 15 Minuten. Ja, aber vielleicht sollte man, wie gesagt, den Ruhm eher verabschieden zugunsten der Anerkennung. Die Anerkennung ist nicht so ein knappes Gut wie der Ruhm. Mir ist das ein bisschen zu knäckebrotmäßig, muss ich Ihnen sagen. Also warum immer nur Anerkennung und kein Ruhm? Ja. Aber Sie sagen, es ist halt der Gang der Dinge. Bitte. Ich finde. Ja, bitte, sagen Sie ruhig. Nee, Sie dürfen noch nicht was sagen. Wir müssen noch abschieden. Ich muss noch Ihr Persönlichkeitsrecht schützen, bevor Sie was sagen. Genau. Aber wir sind auch eine Stunde zusammen. Und wissen Sie was? Ich verabschiede Sie jetzt in der Weite des Netzes. Wir, die wichtigen Themen besprechen wir jetzt hier. Da sind Sie dann nicht mehr dabei. Es war schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Und es wird noch eine Gespräch über den Ruhm geben. Und da geht es um falschen Ruhm und um verblichenen Ruhm. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und auf Wiedersehen.